Liebe Freunde von Leanders Lieblingen, wir haben in den letzten Jahren immer wieder unterschiedliche Weihnachtsfilme gemacht und ich will mich heute in dem dritten Weihnachtsfilm in diesem Jahr 2021 ganz auf Vorlesebücher beziehen, und zwar nur zu der Frage, die ganz schwer ist: Gibt es eigentlich den Weihnachtsmann? Gibt es das Christkind? Ich beginne mit einer Geschichte von Gary Paulsen, die, von denen ich weiß, viele, viele Menschen sehr beeindruckt hat. Das ist eine ganz komplizierte und nahegehende Geschichte, und die fängt mit dem ganz irren Satz an: Für jeden gibt es eine Zeit, in der er nicht an den Weihnachtsmann glaubt. Gary Paulsen, die Weihnachtsgeschichte. Für jeden gibt es eine Zeit, in der er nicht an den Weihnachtsmann glaubt. Für den kleinen Gary, es scheint mir eine biografische Geschichte zu sein, für den kleinen Gary spielt das in den 40er Jahren, das heißt, das ist schon sehr, sehr lange her. Und da entdeckt er plötzlich Mr. Henderson am Küchentisch mit dem Weihnachtsmannkostüm, und er säuft aus einer Flasche Rotwein. Das war allerhand, sagt der kleine Gary. Das war zu viel. Bis dahin hatte ich ganz und gar an den Weihnachtsmann geglaubt. Ich hatte ihn gesehen im Kaufhaus. Und jetzt sah ich, dass Mr. Henderson der Weihnachtsmann war. Ein alter Mann, der Rotwein trank. Ich konnte es nicht fassen. Und das endet damit, diese Anfangspassagen, dass er die Mama fragt, sollte es tatsächlich nur einen Weihnachtsmann geben? Und die Mama kann dann nichts mehr darauf sagen. Und dann kommt dieser fürchterliche Satz: Für mich, schreibt er dann, war die Sache gelaufen. Ich war fertig mit dem Weihnachtsmann und wusste, dass es keinen gab und die Erwachsenen mich angelogen hatten. Den Weihnachtsmann hatte es nie gegeben. Die Geschichte endet natürlich ganz anders. Das kann ich jetzt nur kurz erzählen. Dieser Gary hat einen Freund, Matthew, und mit dem feiern sie Weihnachten hoch in den Bergen in winterlichen Verhältnissen. Und da kommt jetzt die ganz wichtige Frage von Matthews, dass der sagt: Ich will, dass es ihn gibt. Und kurz bevor dieser Matthew dann auch sterben muss, sehen sie den Weihnachtsmann. Und da wird die Geschichte dann wahr. Es gibt ihn wirklich. Eine Geschichte, die zu Herzen rührt und die man nicht ganz vorlesen kann. Ich nehme das Ganze unter ein Motto eines Barockdichters Angelus Silesius mit dem sehr schwierigen Satz: Ist Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, so bist du ewiglich verloren. Das klingt jetzt sehr eigentümlich. Mit Christus und christlich, davon war mit dem Weihnachtsmann offensichtlich gar nicht die Rede. Da muss man jetzt vielleicht ganz kurz aufklären, was das mit dem Weihnachtsmann auf sich hat. Der Weihnachtsmann eher in angelsächsischen Ländern, also in den Vereinigten Staaten, aber natürlich auch in Großbritannien, ist eine Figur, die aus dem Nikolaus entstanden ist. Und deswegen wird der Weihnachtsmann auch in Amerika Santa Claus genannt. Dazu gibt es gleich auch eine zweite Geschichte. Das Christkind ist aber natürlich die viel ursprüngliche Figur, die ursprünglichere Figur, nämlich das Jesuskind, das in Bethlehem geboren wird. Beide haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun.
Da muss man nur historisch wissen, das können Sie in einem Film auch sehen, den wir im vergangenen Jahr gemacht haben, dass das Weihnachtsfest als Fest erst viele, viele Jahre später, ungefähr im Jahr 400 unserer Zeitrechnung, entstanden ist und erst durch den Franz von Assisi und dann später Martin Luther es eine Verehrung des Christkinds gegeben hat. Das heißt, das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe dann noch ein zweites Buch zum Weihnachtsmann von Andreas Steinhöfel. Es ist ein Elch entsprungen mit Bildern von Katja Gehrmann, neu ausgestattet. Wunderbare Bilder. Auf der Rückseite steht sehr schön drauf, wer glaubt heutzutage noch an den Weihnachtsmann? Ja, warum? Es ist ein Elch entsprungen. Um den Weihnachtsmann geht es am Anfang gar nicht, sondern es geht um Mr. Moose. Und Mr. Moose kracht eines Tages durch das Dach und durch die Decke und kracht auf Sören, den Tisch von IKEA, und alles ist kaputt. Und Bertil kommt dann in ein Gespräch mit Mr. Moose, und nachdem Mr. Moose ihm einiges erzählt hat, auch von seinem Chef, verwirrend, wer ist der Chef eines Elchs? Der Weihnachtsmann, der hat doch eher Rentiere. Also fragt er ihn, wer ist der Chef? Der Chef, murmelte Mr. Moose und er humpelte an mir vorbei. Hatte ich das nicht schon erwähnt? Der Chef ist natürlich Santa Claus. Santa wer? Santa Claus, wiederholte Mr. Moose. Er drehte sich zu mir um, sodass ich direkt in seine schönen braunen Augen sehen konnte. Das ist jedenfalls sein amerikanischer Name. Ihr nennt ihn hier Weihnachtsmann. Ja, diese Geschichte geht ähnlich aus wie die von Gary Paulsen, aber sehr viel lustiger. Denn es ist so, dass der Weihnachtsmann tatsächlich dem kleinen Bertil schon früher begegnet war. Da hat sein Papa ihn gespielt. Der Papa, der ist nur inzwischen nicht mehr da und hat sich von der Mama getrennt. Und da gibt es eine Szene, dass der Papa dann irgendwann mal den Weihnachtsmann in Anführungsstrichen gespielt hat. Und da schreibt dann Bertil im Nachhinein, ich war vielleicht klein, aber ich war nicht doof. Ich wusste, dass der Weihnachtsmann nicht Guntram hieß. Die Mama hatte nämlich gesagt, Guntram, lass das doch. Und dass außer Papa niemand auf der Welt mit Mama knutschen durfte. Das hat er nämlich getan, der Weihnachtsmann. Und so erfuhr ich, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Ich war sehr enttäuscht. Trotzdem endet natürlich auch diese Geschichte gut und macht dann deutlich, dass es vielleicht doch einen Sinn hat, an den Weihnachtsmann zu glauben. Wir kommen gleich auf das Christkind, weil man ja Wünsche hat. Und mit diesen Wünschen wird am Schluss Mr. Moose von Bertil zurückgeschickt zum Weihnachtsmann, weil er ja viele Geschenke, die sich viele Kinder und Erwachsene wünschen, dann zu den Familien bringen muss. Ja, ist das jetzt alles echt und wirklich oder ist das ausgedacht? Da gibt es zunächst mal eine ganz alte Geschichte von Ottfried Preußler. Viele Menschen, ich habe diese Geschichte häufiger vorgelesen, diese Geschichte vom Herrn Lehrer Tschiedl, die heißt genauer vom wahren, vom wirklichen Bethlehem. Sie stammt von Ottfried Preußler in dieser wunderbaren Sammlung von Ottfried Preußler, Der Engel mit der Pudelmütze, auch eine sehr schöne Geschichte. Und die macht uns deutlich, alle Geschichten machen uns deutlich, die vielleicht vom wahren und wirklichen Bethlehem sehr viel wichtiger ist. Es so wichtig,
dass es den Weihnachtsmann oder das Christkind oder das Bethlehem, wie soll man jetzt sagen, tatsächlich gibt? Hier steht wirklich gibt. Das ist offensichtlich nicht das Gleiche. Die Geschichte, die geht so, dass der Lehrer Tschiedl mit den Kindern einige Weihnachtsstunden feiert und dann auf die wunderbare Idee kommt, bei einem Besuch, zu dem er befördert werden soll, da schreibt er nämlich groß an die Tafel mit roter Kreide, mit Kreide, wenn ich dem Engel nach Bethlehem folgen darf. Er hatte vorher eine Geschichte erzählt, ne, dass der kleine Felix nach Bethlehem geladen wird. Und das stellt er jetzt den Kindern vor und hat da diese Geschichte abgebrochen. Und steht dann, wenn ich dem Engel nach Bethlehem folgen darf. Und dann hat er mit roter Kreide hinter darf ein Kommazeichen, hier heißt es, einen Beistrich gesetzt. Und dann erzählen die Kinder, was sie alles dem Josef und der Maria und dem Christkind und vielleicht auch den Hirten mitbringen wollen. Das gefällt dem Herrn Inspektor überhaupt nicht. Und irgendwann sagt er, erlauben Sie, Herr Kollege, dass ich die Weiterführung der Stunde von jetzt an selbst übernehme? Mit den Worten, aus allem, was ich bisher gehört habe, muss ich leider den Eindruck gewinnen, dass euer Wissen in biblischer Hinsicht ungemein dürftig ist. Ihr tut ja nicht anders, als möge das Städtchen Bethlehem irgendwo hier in der Nähe liegen, also sagen wir zwischen Kratzau und Machendorf. Dem ist aber nicht so. Und dann versucht dieser Herr Inspektor, den Kindern weiszumachen, dass Bethlehem im fernen Osten, im Nahen Osten dann liegt, ne, das biblische Bethlehem und wie man sich das vorgestellt hat, ne, dass es dort ganz warm ist, ne, dass die Menschen da in Sandalen rumlaufen. Und dann versucht er, das den Kindern beizubringen. Das wird natürlich nicht klappen. Und der arme, wie heißt der jetzt, Willi, der die ganze Zeit nicht richtig aufgepasst hat, der versucht sich dann zu beteiligen und sagt, wenn ich dem Engel nach Bethlehem folgen darf, Beistrich, dann tue ich dem Josef eine große Flasche Schnaps mitbringen, damit er sich keinen Schnupfen holt bei dieser Hundekälte. Das stimmt natürlich gar nicht mehr. Und am Ende muss natürlich dieser Herr Inspektor seinen Bericht zerreißen und kommt zu der Einsicht, dass das wahre, das wirkliche Bethlehem doch irgendwo ganz in der Nähe liegt. Ebenfalls, sozusagen nicht mehr an den Weihnachtsmann zu glauben, ist die Pointe dieses wichtigen Buches von Silke Lambeck, das Weihnachtsmann-Projekt. Das haben wir schon in anderen Filmen vorgestellt. Jetzt komme ich nicht umhin, jedenfalls diese ganz kleine Szene vorzulesen, dass die kleine Frieda plötzlich völlig traurig nach Hause kommt und Paul, ihr großer Bruder, die Hauptperson des Buchs, sagt, Frieda, was hast du denn? Frieda gab ihm keine Antwort und weinte noch lauter, als er ihr die Hand auf den Rücken legte. Frieda, was ist denn los? Sie konnte nur mit Mühe sprechen. Frau Amstel hat gesagt, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Ach, Frieda, sagt Paul. Frau Amstel war Friedas Klassenlehrerin und die war ziemlich jung und cool. Ja, sagt Frieda, das soll nur eine Erfindung sein. Ach Mann, Paul stand da, fühlte sich wie ein Idiot. Was sollte er Frieda nur sagen?
Aber dann kommt er auf diese wunderbare Idee, als die Frieda ihn fragt, glaubst du denn an ihn? Paul wusste, dass es sich um einen dieser Momente handelte, wo es wirklich darauf ankam. Er hoffte, dass ihm seine Schwester verzeihen würde, wenn sie älter und weiser wäre. Und dann legte er alle Überzeugungskraft in seine Stimme und sagte, natürlich glaube ich an den Weihnachtsmann. Und das ist dann ein wunderbarer Eintritt für das Weihnachtsmann-Projekt, dass die Frieda, obwohl sie genau Bescheid weiß, am Schluss sagt, natürlich kommen die Geschenke vom Weihnachtsmann. Die gleiche Frage, an den Weihnachtsmann zu glauben, kommt in diesem sehr viel älteren Buch vor, Christine Nöstlinger. Da hat sie viele Geschichten versammelt und eine spielt auch zu Weihnachten mit dem Titel »Ein hellblauer Pullover«. Da geht es aber ganz christlich um das Christkind. Die beginnt so. Als ich klein war, glaubte ich, wie damals alle anderen kleinen Kinder, an das Christkind. Das tat ich auch noch, als ich in die Schule kam. Aber dann, Anfang Dezember, sagte mir meine große Schwester, ganz geheim natürlich, dass es kein Christkind gibt. Dass einem die Eltern das bloß vorschwindeln und in Wirklichkeit selbst die Geschenke besorgen. Zuerst wollte ich das gar nicht glauben, aber meine Schwester beschwor es mit zwei erhobenen Fingern bei meinem Augenlicht. Das war ihr heilig. Warum lügen die denn so? Fragte ich. Macht ihnen halt Spaß, sagte meine Schwester. In der Schule erzählt die Frau Lehrerin alles Mögliche vom Christkind, ne, und das bringt die Geschenke mit dem Tannenbaum und dann muss man aufpassen, ne, und dann gibt es, dass in Wahrheit eine, jede Lüge eine schwere Sünde sei. Ja, Christal, fragte die Frau Lehrerin, ich stand auf und sagte, bitte, es gibt kein Christkind, das wird den Kindern nur vorgelogen. Das ist natürlich zu viel für alle Klassenkameradinnen und Freundinnen, gerade die Efi, die tippt sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. Und dann holt sogar die Frau Lehrerin die Direktorin. Und die Frau Direktor, die schaut die kleine Christin nur an und sagte, wenn du nicht an das Christkind glaubst, dann wird es dir wohl auch nichts bringen, du armes Kind. Naja. Auch diese Geschichte, die kann man jetzt nicht erzählen, geht dann am Ende gut aus. Und die kleine Christel, die bekommt den Pullover, schwierige Geschichte, den natürlich das Christkind gestrickt hat. Ich nickte nur, als sie den Pullover sah. Dass das Christkind mit dem Muster sicher keine Schwierigkeiten gehabt und den Pullover nur deswegen nicht fertig gebracht hatte, weil es ja erst 3 Tage vor Weihnachten zu stricken angefangen hatte, das erklärte ich meiner Mutter nicht. In einer Familie, wo niemand an den lieben Gott glaubt, da lässt man das besser sein. Da sind wir wieder bei dem Motiv, dass es offensichtlich von uns abhängt. Und mit diesem Punkt schließe ich jetzt und stelle nur eine letzte Geschichte vor, den Polarexpress. Eine, wie soll man sagen, eher Traumgeschichte. Nennen wir ihn hier auch nach dem Autor Chris van Delsburg. Der kleine Chris wacht eines Tages, eines Nächtens auf und sieht draußen vor dem Fenster einen Zug. Und der Zug sagt, bitte einsteigen. Und der Zug fährt zum Nordpol. Zum Nordpol, wo der Weihnachtsmann die Geschenke verpackt, um dann mit seinem Rentierschlitten sie allen Kindern zu bringen. Und ein Kind
darf dann aufstehen und sich etwas wünschen. Und es ist der kleine Chris. Und was wünscht er sich? Ein Glöckchen vom Schlitten eines der Rentiere. Und das bekommt er. Leider verliert er es bei der Rückfahrt. Aber dann kommt Weihnachten und zu Weihnachten steht ganz hinten ein Paket und da findet sich ein Glöckchen drin, aber ohne Schlegel. Und die Eltern sagen, ach schade, ist kaputt. Aber der kleine Chris, der läutet das Glöckchen und es gibt den süßesten Ton von sich. Seine Schwester hört ihn auch. Und das Buch endet dann mit dem ganz wichtigen Satz: Es gab eine Zeit, da konnte fast jeder meiner Freunde das Glöckchen hören. Aber als die Jahre vergingen, verstummte es für alle. Und schließlich kam ein Weihnachtstag, an dem selbst Sarah, meine Schwester, seinen süßen Klang nicht mehr vernehmen konnte. Für mich jedoch klingt das Glöckchen nach wie vor, obwohl ich alt geworden bin. Und das gilt für alle, die wirklich daran glauben. Und das meint wahrscheinlich auch der Barockdichter Angelus Silesius mit seinem Satz: Wer Christus nicht tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir. Vielleicht müssen wir das sagen, nicht so wärst du ewiglich verloren, so würdest du nicht an das Christkind glauben können. Denn das ist offensichtlich der hintere Sinn. Frohe Weihnachten.